Let it snow, let it snow, let it snow. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV und unser Eskersturm trifft morgen im wohl ziemlich wahrscheinlichen Eisbunker in Graz-Liebenau auf Red Bull Salzburg. Es ist das Spitzenspiel der Runde, das definitiv, das Duell Zweiter gegen Erster. Die Dosen in Liebenau, das ist ja immer so eine Sache. Die letzten zwei Partien, also von den letzten drei Partien, haben unsere Blackies zwei Partien gegen die Salzburger zu Hause gewinnen können. Das ist doch mal eine positive Bilanz. Ansonsten muss man sagen, auf dem Papier sind die Dosen der ganz klare Favorit, ohne Wenn und Aber. Was spricht denn für unsere Blackies? Zum einen sieht es personell nicht so übel aus. Eigentlich alle bis auf Zulechner an Bord. Das sollte mal auf jeden Fall die Möglichkeit geben, durchaus hier zu variieren, so wie es Heiko Vogel ja bis jetzt getan hat. Ich bin auch sehr gespannt, mit welcher Ausrichtung, dass unsere Blackies im Endeffekt dann auftreten werden. Ob man es wie gegen Rapid wirklich macht, ein bisschen defensiver das Ganze und sich eher auf die Konter verlagert. Ich persönlich rechne ja eher mit dieser Variante. Oder riskiert man was und versucht die Salzburger vielleicht dementsprechend so überraschen zu können. Zu den Dosen braucht man eigentlich nicht viele Worte verlieren, außer eben, die hatten Europacup in dieser Woche, also am Donnerstag hatten sie ja Real Sociedad zu Gast und sind auch gegen die Spanier dann aufgestiegen in der Europa League. Also die Salzburger mit Doppelbelastung, vielleicht ein kleiner minimalistischer Vorteil für unsere Blackies. Allerdings muss man zugeben, haben die Bullen doch einen sehr, sehr breiten Kader. Also da sollte qualitativ eigentlich ja nichts anbrennen, muss man ehrlicherweise zugeben. Bei unseren Blackies, ja, wird man sehen eben, ob man dann die Leistung anschließen kann vom Rapid-Spiel. Man hat ja noch immer kein Spiel im Frühjahr gewinnen können. Gegen Rapid war auf jeden Fall die Leistung okay. Das Ergebnis war mit bisschen Pech verbunden, aber unterm Strich in Ordnung. Und jetzt heißt es eben gegen Salzburg wirklich dieses richtungsweisende Spiel dann auch anzunehmen. Denn eins ist klar, eine Niederlage können sich unsere Jungs ja eigentlich auch nicht so wirklich leisten. Nicht, weil dann die letzten minimalistischen Titelambitionen dann auch ad acta gelegt werden können. Nein, sondern einfach, weil dann auch der Vorsprung auf Rapid möglicherweise zu schmelzen droht. Und das wollen wir ja wirklich nicht. Also zumindest Platz 2, finde ich persönlich, sollte schon in dieser Saison zumindest noch gehalten werden. Ansonsten, ja, wird es viel auch natürlich vom Rasen, nicht viel, aber doch ein bisschen auf den Rasen auch drauf ankommen. Denn es hat ja geschneit in Graz. Es ist ja wirklich nicht gerade so gemütlich gerade draußen. Also ich bin auch gespannt wirklich, wie das mit dem Rasen da aussieht. Und vielleicht ist es ein kleiner Vorteil auch für unsere Blackies. Ich erinnere mich da an ein Cup-Spiel vor einigen Jahren. Das war auf jeden Fall das erste Spiel, glaube ich, von Roman Kienast, als er zu Sturm gekommen ist. Da hat er auch getroffen und da haben wir eben genau durch Tore, ich glaube Klemen Lavrić und von Roman Kinas 2-0 gegen die Salzburger gewonnen. Und ja, da sah der Rasen ja auch ziemlich, ziemlich weiß aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dann am Sonntag auch so kommen wird. Also, wenn die Salzburger ja mit ihren technisch versierten Kickern da auf dem Rasen herumrutschen, dann hat der Wettergott wohl alles richtig gemacht. Hoffentlich. Also, ich will mich so. Und das kommt davon, wenn man den Speicher nicht regelmäßig löscht. Sorry dafür, aber was ich sagen wollte, ich will mich da natürlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das sind alles eben nur kleine, minimalistische Zutaten für eben die ganz große Punktesuppe. Was für idiotische Vergleiche heute, meine Güte, man merkt, ich bin schon müde. Aber auf jeden Fall, es kann eben alles Einfluss aufs Spiel nehmen. Vielleicht hat man eben wirklich diesen einen guten Tag und die Salzburger gerade diesen einen schlechten, wie es ja oft so ist im Fußball. Und dann ist auf jeden Fall auch ein Heimsieg gegen die Salzburger nicht gerade aus der Welt gegriffen. Es wäre natürlich ein tolles Ausrufezeichen vom ganzen Verein, auch für die Fans natürlich. Ich hoffe, dass sich trotz der wirklich der niedrigen Temperaturen viele Fans nach Liebenau verirren und trotz des Sonntag-Live-Spiels. Da gehe ich einfach davon aus, dass das unsere Blackies Gas geben und ich hoffe, dass man dagegen hält und kämpferisch, ja, muss sowieso alles passen, wenn man eine Chance haben will und ich bin da einfach guter Dinge. In diesem Sinne war es das dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. Also, Haube auf, Jacke an, Schal drüber und dann alle ab ins Stadion am Sonntag und unsere Burschen kräftig unterstützen.
euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.